Ja, mein Name ist Volker Grün. Ich bin hier Kurator und Biologe im Zoo Duisburg. Habe vorher in Heidelberg studiert und dort auch im Zoo gearbeitet, genauso wie in Frankfurt und 5 Jahre in Neuseeland und bin jetzt hier im schönen Duisburg. Wir sind jetzt hier bei der Bärenanlage. Die haben wir 2012 gebaut. Das ist für Brillenbären. Die leben hier in dieser wirklich naturnahen Anlage sehr nett beieinander. Wir haben geschaut, dass die Einblickmöglichkeiten für die Besucher von verschiedenen Seiten möglich ist, aber dass man nicht von jeder Seite das gleiche Ambiente und auch nicht die gleiche Szenerie sieht. Was besonders an der Anlage ist, wir haben hier 6 Futterautomaten versteckt. Und das ist besonders deswegen, weil Brillenbären, wie alle Bären, eigentlich nicht nur Jäger, sondern hauptsächlich Sammler sind. Und so haben wir an diesen 6 Futterautomaten, die ja zu unterschiedlichen Uhrzeiten und dann zu unterschiedlichen Tagen immer eine Handvoll Pellets bereitstellt, sodass die immer aktiv die Anlage durchsuchen müssen und dann auch immer wieder was finden, aber halt nicht genau wissen, an welchem Punkt sie als nächstes was bekommen. Ja, wir befinden uns hier in der Ringelnatterstation des Zoo Duisburg. Wir haben letztes Jahr 400 Ringelnatter aufgenommen, die wir dann haben schlüpfen lassen. Das waren alles junges Gelege. Und davon haben wir 300 Tiere dann in einem Nationalpark hier in der Nähe wieder ausgewildert, wo sie eigentlich auch ursprünglich herkommen. Die ist jetzt knapp ein Jahr alt, absolut harmlos, gehört zu den Würgeschlangen und ernährt sich hauptsächlich eigentlich von Kaulquappen, Fröschen, kleinen Fischen und tut eigentlich keiner Menschenseele was. Auch Hunde werden davon nicht angefallen und man ist kein Grund, im Prinzip diese schönen Tiere zu erschlagen, sondern sich eher zu freuen, dass man sowas überhaupt mal in der Natur sehen kann. Die Leute wissen gar nicht mehr, was für Vögel zwitschern im Garten, was für Schlangen und dass auch Schlangen zu unserem zu Duisburg gehören, zum Ruhrgebiet gehören und dort natürlich auch eine ganz wichtige Rolle einnehmen.